Tip! I'm so excited! But let's keep it together. At least until the first death. I hope your front door is locked and your phone is switched off. It's match time. And nothing can come in the way of a head coach and his Blood Bowl! I'm liking the look of this team. Looking at the ratings, this team has the advantage. But will they be able to capitalize on it? Ja, huhu, hier wieder beim Quani und bei Blood Bowl 2. Wie ihr in der Teampräsentation seht, spielen wir schon wieder gegen ein Chaos-Team mit dem römischen Ogre und dem Gobbo. Ein Starspieler, das hatte das letzte Chaos-Team ja auch, das hat denen aber nicht sonderlich viel geholfen. Und hier ist unsere Nerdpool Chaos Squad. Unser Prügler. Noch sind sie nicht besonders gut im Prügeln, aber langsam aber sicher entwickeln sie sich. Und das wird schon noch. Und wir dürfen müssen verteidigen. So, natürlich müssen wir hier wieder den Umbrüllen auswechseln. Das kennen wir ja schon, das Spielchen. So, jetzt speichern wir diese Aufstellung aber auch mal. So, damit das demnächst auch vernünftig funktioniert. So, hier haben wir unsere Blocker vorne, alles klar. Was hat dein Gegner denn hier Tolles? Ich glaube, das hatte ich letztes Mal schon mal geguckt, aber es ist schon eine Weile her, seit ich das gemacht habe. Rüstungswurf. Die hatten so einen krassen Chaoskrieger, ne? Hier, der. Uah, der ist fies. Naja, gut. Natürlich stellt er den auch dahin, wo er... Der kann uns echt wehtun, Leute. Einige per Zufall ausgewählte Spieler bleiben gelähmt zurück, weil die Fans den Platz stürmen. Ja, perfekt, der Typ mit der Klaue. Super gemacht, Fans. I like our fans. Haben wir es bis jetzt noch nie im Stich gelassen. Okay, der Tiermensch läuft am Ball vorbei. Er wird versuchen, mit dem Gobbo den Ball zu holen, da bin ich mir fast sicher. Ziemlich unsinnig. Da kommt der Block. Passiert nichts. He's on him now, like a halfling on a hot dinner. What's up? Wir sind dran. Okay. So, hier ist ein Chaoskrieger. Den wir doch mal verprügeln wollen. Mit wem? Plastiklöffel oder Engei? Wir nehmen den Plastiklöffel mal. Du auf den. Wir schieben ihn leider nur. Folgen. So. Mischka mit Agility 4. Kannst du hier auch mal durch. Und dann hier den Bobo mal hauen. Go for it. Bam. Und natürlich ein Doppel-1. So, Mischka hat Block. Bam. Gib mal den Ball her. So, alles klar. So, dann hauen wir... Na, wir hauen nicht, aber wir gehen mal mit dem Lesrak hier raus. Aber nicht neben den Typen mit der Klaue. Das ist nicht so cool. Gehen hier raus. Dahin. Ja, komm, das reicht erstmal. Ich will nicht neben den Typen mit der Klaue, das ist scheiße. Wie machen wir das hier am besten? Wir gehen hier mit dem. Dann hat der nämlich einen Zweierblock in den. Und der Bero ist frei. Folgen, das heißt auch, wir sind für den Klauentyp wieder weg.
Luft, Luft. Das heißt, wir können hier außen rum durchbrechen. Sehr schön. So, du läufst auch nach hier außen. Du hast Agility. Wir haben unseren Wiederholungswurf schon gebraucht. Deswegen, ja, aber das sind 2 Plus. Obwohl, das ist beides ein 2 Plus Wurf. Okay. So, dann haben wir den hier noch, den Guardsman. Wo läuft denn der hin? Warum stelle ich mich hier für den Tiermenschen? Und zu. Smells like a good old fashioned fight. Druck auf den Ball. Läuft. Nein, der Clown-Typ. Na gut, der hat eh nur Rüstungswurf 8. Von daher ist er hier besser aufgehoben als die gegen den Chaos-Krieger. Starspieler geht zurück. Das ist kein Problem für den Mischka. Und. Aha. So, das erledigen wir doch jetzt folgendermaßen. Aber wie? Der muss auf jeden Fall weg hier. Beru, erledige das mal. Sehr gut. Gut gemacht, Beru. Folgen. What can you do against a speed horned opponent? The aim between the eyes. So, das ist jetzt hier rüber. Das ist ein Aufheben. Erstmal ausweichen auf die dahin. Nicht gut. Gehen erstmal hier weiter nach vorne. Bevor wir hier was mit dem Ball machen, mache ich mal den Rest zuerst. So. Come on, guys, together. Tschung und folgen. Sehr schön. So. Dahin. He's coming to help his buddy. Und einmal hier ein Doppelblock. Wir bleiben. So, K.O. Sehr gut. Ein Chaoskrieger weniger, um den wir uns Sorgen machen müssen. So. Dann würde ich jetzt sagen, ausweichen, Ball aufnehmen, ausweichen, rauslaufen. Ah, Wiederholungswurf, komm. Schnapp dir den Ball, jawohl. Perfektometer. So, dann haben wir hier ausweichen und dann hier mal den Weg zu bauen mit Backfisch. Alles klar. Sieht gut aus. Wir haben den Ball, wir stehen in der Endzone. Dann können wir hier noch einen. Nein. Oh Gott. Das war wieder ein Verklicker. Ey. Und auch noch verletzt. Na super. Keine langfristigen Auswirkungen. Das war unnötig wie ein Kropf. Naja. Mit wem wollen wir denn hier hinten Touchdowns machen? Wir haben alle schon so viele Starter. Der Beru könnte das ganz gut gebrauchen. Und auch der Lesrak. Müssen wir erstmal hier den Block aushalten. Oh, das funktioniert. Dadurch ist der Lesrak wieder frei. Auch hier geht es nur um Schieben. Der Tiermensch hat auch Klaue. Okay. Haha. Bam.
Okay. Nach hier vorne einmal den Typen umhauen, bitte. Na, komm. Raus. Nein! Oh Gott. Ey, schon wieder. Ich hasse dieses... Na gut, dann haben wir wenigstens den Chaoskrieger hier. Immerhin ist nichts passiert, wie ihr vorher mit Plastikwaffen folgen. So, Lester. Mit Go for it in die Endzone. Es liegt alles daran, ob du den Ball fangen kannst. Kannst du einen Ball fangen, Lester? Jawohl. Nein, kann er nicht. Ah! Kann er wohl, kann er. Na, dämlicher Chaoskrieger. Nicht so viel Alkohol saufen. Der zwergische Ausmaße hier. Das ist schlecht jetzt. Der Ball liegt kacke. Apparently, wizards call it kinetic energy. Bero ist schon wieder mal gelähmt. Das passiert mir öfter. Ist er gewohnt. Das geht ab. Spieler ist dumm. Standing there drooling. Okay. Wie kommen wir jetzt an den Ballträger ran? Eigentlich nur komm, Mischka. They're going for the ball. Folgen. Now this is gonna get exciting. Ball aufheben. Passen kann er leider nicht mehr. Nun geh noch mal einen weg hier von dem. Und holen uns mal den Lestrack wieder als Unterstützung. So. Hier heißt es aufstehen. Wir müssen hier Wiederholungswürfe schmeißen ohne Ende, oder? Bleiben. Alles klar. Einmal Unterstützung bitte. Und der Chaoskrieger möchte gerne auch sich auf den Boden legen, habe ich gehört. Tiermensch gegen Tiermensch. Der Cartman. Cartman läuft hier raus. Sehr schön. Okay, Anzug beenden. Das sieht doch schon besser aus, als es vorher aussah. Gucken, ob der Lesrak das jetzt gleich mal hinkriegt, dass er den Ball auch mal aufnehmen kann. Some defensive pressure gathering. Nervt hier rum und jetzt gibt's den Blitz. Absolutely have to stop him or her, whatever. It's a solid tactic. If you kill the fool carrying the ball, then you stop him from scoring. Wird gehauen. Ein Guy ist K.O.
He's away with the fairies. Better watch out. They're murderous little beasts. Nein, 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 nein. Knochenbrecher, Starspieler gegen Backfisch. Sieht nicht nach einer Verletzung aus. Sehr gut. Wo wird jetzt hier geblockt? Okay. Okay. Backfisch Mischka. Hartmann. Erstmal stehen wir hier auf. Und. Können wir noch blitzen? Wir können nicht mehr blitzen. So. Hauen. Voll. Loosen the cage and let the pretty little dove, I mean the ball carrier, go. So. Risky Manöver mit 2x83%. Wiederholungswurf haben wir noch. Tür 1. Und zwar beim ersten Mal schon. Oh Gott, Mann! Ey, das kann doch nicht sein! Ah! Alle unsere Wiederholungswürfe aufgebraucht. Ist gar nicht so einfach, Leute zum Touchdown zu kriegen, die man... Also ich hätte auch einfach den Touchdown machen können, aber... Ich will ja, dass das jemand macht, der auch einen Starspieler-Punkt macht. Haha, warum soll es ihm besser gehen als uns? Komm, dann. Ah, okay, er versaut es nicht. You need balls to hoop to realize that matters, but I gotta break in here. It only used for a ball, in my opinion, to highlight who gets hit next. Verliert dadurch ja seine Tackle-Zone. Der haut den, rückt nach. Das ist ein guter Plan. Naja. Das kann. Ja, das kann schief gehen. Genau so kann es schief gehen. Folgen. Oh, you had better run, boy! Ah, ich hab Block, Gott sei Dank. Gut. So, dann jetzt hier. Ja, schieben reicht. So. Cartman, nächste Chance auf deinen Touchdown. Versau's nicht. Player open in the enemy end zone. He's either waiting for the ball. Oh, come on! Wieder auf die Doppel-2, Mann! Oder hatte... Ne, ausweichen hat er nicht, okay. Ja, okay, nur einmal die 1. Aber die 1 kommt halt immer an dem... Naja. Wer haben wir denn hier? Backfisch hat jetzt den Ball. Ne. Im Kopf, sehr gut. Hat er den Blitz versorgt, ne? Ja. Perfekt. I think he's moving. No, warum soll es ihm besser gehen als mir mit seinen Würfen? Not gegen Elend ist das, was hier kämpft. Aber vielleicht will das Schicksal auch einfach nicht, dass Karten mit einem Touchdown macht. So, hier wird jetzt wieder munter gehauen.
with fists flailing. He's following up, hoping to get the knockdown next okay. time. Alles klar. Schlag den mal. Schieben reicht. Folgen. Well done. He helped the ball carrier. Du haust den. Fuck. Wir haben aber auch ein Pech in dieser Runde. Nicht schön. Ist nicht schön. Also, was kommt jetzt? Dann schiebst du jetzt aus dem Spiel. Das ist klar. Aber warum schiebt er denn da jetzt seinen Starspieler rein? Fans are much more dangerous than players. Jetzt kommt der Blitz gegen den Ballträger. Puh, nur schieben gegen den Fisch. Aim for the ball carrier. Take them down. Ja, komm raus mit ihm und weg. Hoffentlich keine Verletzung. And into the crowd they go. Gobbo. Ja, jetzt ist es langsam schon weit, dass ich dann auch mit Bugfish wahrscheinlich den Touchdown machen muss. Um überhaupt einen zu machen in dieser Runde. Da freut er sich. Autsch. This player, the attacker, smells weakness. Okay. Zap, zap, zap. Das ist ein Go for it. 2 plus. So oder so, es ist ein 2 plus. Und hier muss ich noch ausweichen. Kriegen wir das Ausweichen irgendwie noch abgewendet? Mit einem Blitz von ihm vielleicht? Hat, nein. Er hat Block, okay. Dann kann er es einen Blitz geben. Gathering around that lone player. Läuft. Like halflings round a sandwich. Wir bleiben stehen. It's like peeling an onion. Move the layers before you get to the good stuff. Ja, jetzt gibt's die 2 plus. Und Touchdown. Das war harte Arbeit und wir haben leider nicht einen Touchdown gemacht mit dem Spieler, mit dem wir gerne gewollt hätten, mit Cartman oder mit Lesker. Aber wenn wir zu blöd sind, Bälle zu fangen und aufzuheben, ne? Haben sie es nicht besser verdient? So. This team needs to remain calm and collected. Da ist er. Der geht nach hinten. Backfisch nach vorne. Ingei nach vorne. Wir haben immer noch einen Verletzten. Ne? Wir hatten hier welche verletzt. Plastiklöffel war verletzt. Schade. So, Umbreon. Und Griminus. Wo ist denn der Clown, Heini? Der steht in der Mitte. Potenziell nicht so schlecht. Cartman nach außen. Obwohl, besser hier hin. So. Ja, das sieht gut aus. Vielleicht noch so. Und hier haben wir den Lesrak, den hätte ich gerne hier. So, und dann haben wir hier noch den Bero. Der kann auch nach hier. Alles klar. Zweite Halbzeit.
Beide Teams bekommen einen zusätzlichen Wiederholungswurf. Das ist doch schön. So möge die Prügelei losgehen. Sorg auf, ihr Buckethead! Ist die Assist gonna be enough to come out on top? Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann hier. This player likes to be well assisted in a fight. So, und der Lesrad haut den Clown an. Komm, Lesrad, kannst du, wenn du schon keinen Ball fangen kannst, Clown-Heinis zerstören, kannst du? Nee, gar nicht. Na gut. So, hier außen haben wir den N-Guy, der macht hier mal einen Witz. Into the opponent's tackle zone. Should be good. Hat schon wieder falsch geklickt. Ihr habt das ist irgendwie. One more step and. Nein, gelähmt. Wieder nach vorne. Ali, hier dran. Hier Beru. Mal ein bisschen nach vorne. So, jetzt kommt hier der Mischka mit seinem Ball aufheben an. So, und der Pass auf Backfisch. Ach, come on. Jetzt wohl noch einen Ball schmeißen nach Agility 4. So easy when you can change the shape of your body. So, dann hier vorne bitte Unterstützung. Und zwar richtig krasse Unterstützung. So. Backfisch geht dann nach da und übergibt dann den Ball. A good solid hand. Beeren. Sieht gut aus. Zug beenden. Beeren kann auch einen Touchdown ganz gut brauchen. Obwohl das jetzt ja noch ziemlich weit weg ist vom Scoren. Kommt der Gobo von der anderen Seite wieder rüber. Was auch eine lustige Sache ist, kann den Spieler übrigens auch auf andere Spieler draufschmeißen. There's nothing better than hitting someone smaller than you, Jim. Der Cartman kriegt jetzt auch noch. Underdog wins the fight. Gelähmt, der Cartman. Macht leider auch den Platz zu. Same procedure hier. Okay. Du aus D. Dahin schieben. Bleiben. Pushing. Du gehst hierhin und haust den aus dem Feld. Bleiben. Oh, he's going to get you. The fans. I hope they're not too excited. Tretet ihn. Schau. So, dann haben wir hier den Mischka, der unterstützt hier mal, weil wir hauen jetzt nämlich den Ober mit dem Frank. Okay, schieben ihn nur. Folgen. Now that's a real mess. Okay.
Kuriminus. Ausweichen mit 67%. Das wirst du ja wohl noch hinkriegen. Aber das ist irgendwie risky hier. Ja, kriegt man natürlich nicht hin. Wiederholungswurf. Okay. Dann gehen wir mit dem Bero nach außen. Ist am sichersten, glaube ich, hier. So, aufgestanden. Hier können wir einen Einser-Tackle machen. Und schieben. Stehen bleiben. Und das war's. Oh. Es, wir haben ein Feld, glaube ich, gut gemacht, ne? Langsam, langsam. Leider sind unsere Chaoskrieger auch weit ab vom Geschehen. Nerviger Gobbo. Ist nervig. Okay. Glück gehabt. Dass die Rüstung gehalten hat beim Messer. Gegen den Clown hängen. This is going to be decisive. Da geht der Koali down. Unity is strength. Dabei haben wir ihm noch extra Block und Ausweichen geholt. Umbreon ist K.O. Let's take a quick look at that thing. Yes, the unmistakable. Nein, kein Apotheker bei K.O. Player's eyes rolling up into his head. He'll be out for some time. Frank wird gehauen von Starspieler. Oh, und ist verletzt. Nein. Keine Auswirkung, Gott sei Dank. Puh. So. Aufstehen. Dann können wir hier nämlich den Weg frei machen. Bleiben. Pum, 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 pum. Ja, komm. Hier gibt's was zum Aufstehen. So, dann gibt's jetzt hier einen Blitz gegen den Gobbo. That's a dangerous place to be. Macht nichts. Wir folgen ihm. Stehen auch hier wieder auf. Machen jetzt mal ein paar Felder gut hier mit dem Bero. Und der Mischka möchte gerne ausweichen. Und sich hier hinstellen. Das kann. So. Du kannst den mal hauen. Und noch ein bisschen Platz machen hier. Bleiben. So. Und er ist frei, der Samu. Laufen wir mit ihm doch einfach mal hier ein bisschen rum. Vielleicht kann er das Feld hier von hinten aufrollen. Obwohl, er ist ein bisschen langsam dafür, aber vielleicht ist er ein bisschen Ablenkung, dass er Computerspiele abzieht, um sich mit ihm zu beschäftigen. Bin gespannt, was er macht. Unity Blitz. Ja, Doppel-1. Okay. Bisher läuft alles nach Plan. Ani gegen den Gobbo. Sehr schön. Gobbo müssen wir aus der Gleichung her entfernen. Und hält man Gobbo. Mischka kümmert sich mal um diesen Tiermensch.
wise place to end your turn on the border of the pitch. So. If the player gets pushed into the crowd, unverletzt. Sehr schön, das sind Starspielerpunkte für den Spieler. Der entwickelt sich immer mehr zu genau dem Tier, das er auch im letzten Let's Play war. So, hier haben wir jetzt die Chance, irgendwie durchzubrechen. Das heißt, wir gehen noch ein bisschen weiter mit dem Mischka nach vorne. Luminus. Engai. Beru. That's a dangerous place to be. So, dann haben wir hier noch Bienen. Okay. Und hier können wir auch noch einen rüberziehen. Seht ihr, dieser Flankenlauf war gar nicht so verkehrt. So, ein Einserblock gegen ihn. Lestrak hat keinen Block, aber es ist egal. Sind sie halt beide am Boden. Puh. Es ist eine harte Arbeit, den Beru hier durchzuschleusen. Like halflings round a sandwich. If I was on the receiver of that, it would be more terrifying than being urinated on by a flesh hound. Was auch immer der Starspieler da macht. Einfach mal vom Ball weg, aber gut. Aufstehen! 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 So, ich bin versucht, jetzt einen Pass zu schmeißen mit dem Beru und dann später den Ball wieder zu kriegen. Wir haben hier gute Empfänger für den Pass. Vorher müssen wir das ein bisschen absichern hier. So, lauf mal nach da. Und dann den Pass und den sichersten Fänger für Pässe hast du neben dir stehen. Sehr schön. Und jetzt kriegst du nämlich den Ball direkt schon wieder. Komm. Sehr gut. So, dann machen wir jetzt einen Blitz gegen den Gobbo. Gobbo ein Feld weiter weg und bleiben hier stehen. Alles klar. So, Einserblock. Nein, 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 nein. Einserblock. Okay. Wiederholungswurf, wir haben noch ein paar. Schieben wir mal ein bisschen weiter weg vom Ballträger. So, warum habe ich das gerade hier gemacht? Dadurch hat der Beru jetzt 3 Starspieler-Points und wenn er jetzt einen Touchdown macht, macht er Level ab, ganz einfach. Zu treffen. Der Gobbo möchte blitzen. Oh, und der haut ihm sogar den Ball aus den Händen. Hat der ein Schwein, ey. Das war eines Starspielers würdig, würde ich sagen. Der arme Beru. Aber er kann ja nicht so mit den kleinen Flinken. Lässt sich von einem Gobbo in einem Minusblock umhauen. Nicht gut trainiert, Herr. Kommt auch der Druck auf den Ball. Nicht, nicht. Das ist eigentlich nur, weil der Mischka vorher versagt hat, den Kopf aus dem Leben zu hauen. The bigger they are, the thicker they tend to be. So kann man es natürlich auch sehen.
Oh, hier geht's wieder die große Rasenmäherei los draußen. Ach ja. Autsch. Okay. Machen wir das Ganze jetzt Mischka. Das gefällt mir alles nicht hier. Wir hauen den Chaoskrieger erstmal weg. Mit einem Blitz. Und bleiben stehen. So, und hier heißt es wieder aufstehen. Alles klar. So, der Gobbo muss jetzt noch weichen. Der Engar könnte ihn schlagen oder Backfisch kann ihn schlagen. Wenn der Engar ihn schlägt, weicht er nur noch hier aus. Das bringt uns nicht viel. Wenn sie ihn schlägt, kann er noch da ausweichen. Okay. Mal schlagen. Wiederholungswurf. Okay. Bleiben. Ist aber auch wuselig, der Kerl. Ist aber auch wuselig. So. Will Ruhball aufnehmen? If they were vulgar enough, the player could spit into the end zone. Okay. Koali, mit ausweichen. Versuch dich hier hinzustellen. Trifft er nicht. Schade. Zumindest hat der Bero jetzt wieder den Ball. Ich weiß nicht, ob das ein guter Satz ist. So, der Starspieler. Oh, der arme Lessack, der muss hier die Prügel die ganze Zeit vom Klauenhain einstecken. Okay. Hier kommt jetzt der Blitz. Ja, den habe ich nicht gesehen. Ne? Aber es ist nichts passiert bisher. Obwohl der jetzt natürlich hier ziemlich mies steht, der Ribeiro. Doppel 1. Wiederholungswurf. Nur schieben. Haha. Und auch hier schieben. He won't leave him alone anytime soon. Okay. So, das hier ist nichts, was man nicht mit einem Blitz aus der Welt schaffen kann. Mischka, kümmere dich drum. On the edge of the field there, within grasping range of the field. Ah, der auch Block. Okay. Folgen. Komm, Bero, jetzt dein Zeitpunkt für den Touchdown. Touchdown. Und zu Recht wedelt die Cheerleader. Zu Recht. Ein wunderschöner Touchdown. So, unsere beiden Verletzten. Mindestens hier K.O. Aufstehen, aufstehen, aufstehen. Ich dann noch raus. Okay. Kuriminus bleibt vorne. Koali stehe ich jetzt auch nach vorne. Der wird nämlich nur auf einem Ergebnis auf den ganzen Tabelle überhaupt umgeschlagen. Dem ist der Clownhain hier auch relativ egal. So, der Gegner hat noch zwei Züge, wir haben noch einen. Ich stehe jetzt mal noch hier hinten, damit hier nichts mehr groß passiert.
Na komm, nach hinten und Aufstellung, speichern, nein, Einstellung bestätigen. Bin gespannt, ob da jetzt ein Gobbo-Wurf kommt. Aber selbst das bringt ihm keinen Sieg mehr ein, weil wir führen ja 2-0. Der Sieg ist sicher. Ah ja. Das werden jetzt langweilige nächste Züge. Ich werde nicht mehr viel machen. Nur noch darauf hoffen, dass wir keine Casualty mehr bekommen. Aber wir haben auch noch einen Apotheker, von daher müsste eigentlich alles in Ordnung gehen. Gobbo holt den Ball. Ah, gut. He's got the ball. It's always embarrassing when they fumble that bit. Aber so wird dann den Schmeißen, das Schmeißen auch nicht mehr gut schaffen. Minus, das ist gelähmt. So, Frage ist, wer haut gleich den Koan? Ich denke der und der wird dann hier den Samo schlagen. Okay. Genau das eine Ergebnis, was nicht kommen dürfte, kommt natürlich. Ein Koal ist KO. Okay. Aber KO ist okay. Zu diesem Zeitpunkt des Spiels. Und auch der Samur kriegt einen über die Rübe vom blauen Heini. Tja. Nixe nix. So, wir sind dran. Wir bewegen uns einfach mal komplett aus den Tackle-Zonen der Leute raus. So. So, und behalten immer noch im Auge, dass der Gegner, well, kann außer mit einem Wurf, auch selbst mit einem Wurf kommt er nicht mehr in die Endzone. So, und da vorne den Samo lassen wir liegen. Das Einzige, was mir jetzt noch passieren kann, ist, ist, dass ihn jemand foult. Ah, der Kurimus liegt ja auch noch da. Was wird das? Keine Ahnung, was das sein soll. Für eine Aktion jetzt hier. Ist jetzt bald mal fertig. An incredible move. I thought my heart would almost beat on more than one occasion. 2-0 Sieg für unsere Nordpol Chaos Squad. Und wir haben ordentlichen Gewinn eingefahren. Alles klar. Und der Koriminos, das hat sogar ein Level-Up, weil er ist Spieler des Spiels geworden. Alles klar. Schauen wir doch mal in unsere Spielerliste. Da müssten wir, der Beru hat einen Aufstieg bekommen. Was würfeln wir denn? Wir würfeln was ganz Normales. Das heißt, der Beru kriegt Blocken. Und der Koriminos hat einen Aufstieg bekommen und würfelt auch normal, das heißt auch der bekommt Blocken. So langsam können wir hier auch was machen. So, wir können einen neuen Spieler kaufen. Neuen Chaoskrieger, habe ich gesagt, kaufen wir, ne? Einen neuen Chaoskrieger. So, und wie nennen wir denn den neuen Chaoskrieger? Hier so ein Ritterkopf, können wir dem verpassen. Hier so ein Nörgelding. Hm.
Eloridas, willkommen im Team. So, jetzt haben wir 4 Chaoskrieger. Und Spike Magazine. Beim nächsten Mal Periodical, both players and fans read. Geht's gegen die Blizzard Crushers, das nächste Chaos-Team. Mal sehen, ob die sich auch wieder diesen komischen Ogre kaufen. Bin gespannt. Bis dahin, have fun, euer Koali. Tschüss.